Hallo Leute und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und ihr seht schon, ein neues Projekt. Wir fangen heute mit Demon's Souls an. Ich bin echt gespannt und ich muss sagen, ich sehe das Projekt jetzt ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie freue ich mich richtig drauf. Andererseits ja, habe ich ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen, weil es ja doch ziemlich, ziemlich schwer sein soll. Und ja, ich fand die anderen Souls-Games auch schon schwer. Also Bloodborne, Dark Souls 3 und so weiter. Sekiro war ziemlich schwer. Und ja, ich bin echt gespannt, ob wir das irgendwie gewubbelt kriegen, das Game. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn ich da nicht gleich so der Pro bin. Aber ich werde auf jeden Fall, oh, ist ein bisschen falsch hier, auf jeden Fall mein Bestes geben und wir werden es auf jeden Fall auch ganz gemütlich spielen. Und ob ich es durchspiele, kann ich jetzt noch nicht versprechen. Das müssen wir dann sehen, wie wir halt durchkommen. Und ich habe ja noch ein anderes Projekt am Laufen. Es läuft ja aktuell auch noch Assassin's Creed Valhalla. Habe ich auch ziemlich viel zu tun und ja, müssen wir schauen, wie man das die zwei Games unter einen Hut bringt. Demon's Souls soll ja auch nicht gerade wenig sein. Zumindest nicht, wenn man sich Zeit lässt, so wie ich. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit, oder? Gut, ich würde sagen, genug gesammelt. Ich habe das Game noch nicht aufgehabt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wir switchen mal rüber und starten das Ganze mal. Und ich schätze mal, zum Anfang werden wir wieder Einstellungen machen, Charaktererstellung und so weiter. Und dann, ja, geht's auch schon zum Intro. Gut, dann würde ich sagen, wir starten das Game mal. Demon's Souls. Wartet bitte. Muss mal warten. Sony Interactive Entertainment. PlayStation Studios, Bluepoint Games. Bluepoint ist übrigens der, das Remake gemacht hat. Und ich habe keinen Sound. Jetzt habe ich Sound. Okay. Wir spielen natürlich auf Deutsch. Passe die Einstellungen schwieriger an, um in hellen und dunklen Bereichen mehr Details zu sehen. HDR ist nicht verfügbar, wenn mein Monitor das nicht unterstützt, Leute. Ich kann zwar 4K spielen, aber 4K, HDR unterstützt mein Monitor leider nicht. Gut, das lassen wir alles so. Bestätigen. Audiosprache Deutsch. Untertitelsprache lasse ich auch Deutsch. Deutsch. Und Untertitel machen wir auf jeden Fall ein. Untertitel Hintergrund, weiß ich nicht. Nee, das lassen wir aus. Dann könnt ihr auch so ein bisschen mitlesen, wenn irgendwelche Cutscenes oder sowas sind. Genau, wir bestätigen einmal. Und lasse ich jetzt damit alleine.
Demon's Souls. Geiles Intro, Leute. Hat mir richtig gut gefallen. Aber die Intros von, ja, von From Software sind alle geil eigentlich. Immer geil gemacht, finde ich. Also echt top. So, beliebige Taste. Ein neues Spiel. Körperform A, B. Also Mann oder Frau. Komm, ich nehme mal Mann. Normalerweise spiele ich eigentlich mit einer Frau. Spielername. Dude. Klasse. Ah, okay. Ich habe ja schon ein bisschen reingelesen, Leute, und man sollte, also ich habe jetzt keine Spoiler oder so, aber man sollte bei der Klassenwahl zum Beispiel einen Ritter oder einen Adligen, das ist halt ein Magier, nehmen. Ist zum Anfang besser, wenn man es noch nie gezockt hat. Und ja, ich glaube, ich werde einen Adligen nehmen. Obwohl mir der Ritter eigentlich auch geil wäre. Ritter 10, der hat schon Intelligenz, Kondition, Stärke, Bügel, Magie, Wille, Glück. Ja, komm, ich nehme Adligen. Klasse, Startgeschenk. Was gibt's da? Elixier. Keins. Der Führung. Ich weiß ja nicht, was eine Menge und Gewicht ist das. Grasche, TP, Elixier, Ausdauer, klares Wasser. Ring der Gunst. Erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Kuna, ja, sind so Messer. Brandbombe, Seelenreste. Boah. Ring der Gunst, erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das wird am Anfang wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen was finden. Komm. Ich kenne mich eh nicht aus. Aussehen. Oh mein Gott. Haut. Alter. Madista. Farbton. Achso. Alter 60. Nein. 37 sind wir. Machen wir so. Auswählen. Achso. Gesicht. Ey, kein Plan, was ich hier machen soll, Leute. Höhe. Ach du Scheiße. Tiefe. Augenbrauen, Augen, Ohren. Auf jeden Fall die Haare anders machen. Ich habe keinen Plan, wie ich es mir machen soll. Das sowas ist bei mir immer furchtbar, weil ich da könnte ich Stunden verbringen. Hier, Japan-Style.
Gibt's da eigentlich Augen, Ohren? Ach du Scheiße. Nase, Mund. Eine Ruine hier drin, das machen wir nicht. Gesichtsbehaarung. Ach so. Okay. Also das machen wir mal so. Dekor. Ach du Scheiße. Ja komm, das lassen wir machen. Nix rein. Okay, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal so und probieren mal. Abschließen. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der XII. Seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Oletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Velafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Oletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jod, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein?
tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Und damit willkommen zu Demon's Souls. So, wir machen mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und wir wollen gleich mal in die Grafikeinstellungen schauen. Ja, da gibt es nämlich zwei Modis. Anzeige. Visuelle Leistung, Kinomodus. Wir machen auf Leistung. Das wollte ich nämlich drin haben. Körnung aus, visuelle Filter, keiner. Lassen wir einfach mal so. Weil ich wollte eigentlich mit 60 FPS spielen. Klar gibt es noch einen 4K-Modus, glaube ich. Der ist mit 30 FPS. Aber ich will mit 60 spielen. Gott. Okay, da ist hauen. Parieren. So. Ah, okay. Waffen wechseln. Okay. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie man das nimmt, weil... Okay, hier, Ringe. Ring der Gunst, genau. Den hatten wir vorher mitgenommen als Geschenk. Königslots, Königlotus. Genau, hier können wir die Schnellgegenstände reintun. Munition haben wir noch keine. Ich will jetzt aber gar nicht ausprobieren, wie man das Gras nimmt. Ich denke mal irgendwie auf... X oder so. Okay, was ist hier oben? Inventar. Hier haben wir nichts. Schlüssel, sehen nicht ausstrahlt. Unsere Waffen. Genau, das ist der Zauberstab praktisch. Silberfokus. Ne, wie können wir den anschauen? Ah, hier. Okay. Seelenstufe, das ist Adeliger. Okay, Seelenstufe. Hä, haben wir nicht Seelenstufe 4 oder so gehabt? Okay, Vitalität. Praktisch jetzt unsere ganzen... Ah ja, hier können wir, auf 4 können wir das, uns das anschauen. Okay, da kann ich jetzt am Anfang eh noch nicht viel machen. Weil wir haben ja nichts. Ein luxuriös, doch einfach gestalteter Ring erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Dieses Schmuckstück war einst der wertvollste Besitz eines Händlers, der sein Leben für die Aussicht auf große Reichtümer riskierte. Ja, ist eigentlich wie Dark Souls, kann man sagen. Bloß, ich habe Dark Souls schon ewig nicht mehr gespielt. Man müsste ein bisschen reinfinden. Hier habe ich auch was ein bisschen gelesen von den Tendenzen, von den Welttendenzen. Und ich habe keinen Plan, was das alles heißt. Das müssen wir uns anschauen, Leute. Also wir können hier, okay, parieren und hier können wir blocken. Boah, sieht geil aus. Nachricht lesen. Standardangriff R1. Okay. Ah, hier können wir ausweichen. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall locken. Locken ist dann R3. Das ist ein brutal, hier ist so viel
Effekte, das ist ein Wahnsinn. Nachricht lesen. Zum Sprinten, okay. Okay, kann man sprinten? Blocken L1. Gar nichts. Sie nicht spät, nicht. Nachricht lesen, Ziel erfassen, freigeben, erfasstes Ziel ändern, okay. Wann kann ich den? Ich bin ja gespannt, ob mir der Zauber überhaupt liegt, weil ich habe eigentlich immer Melee gespielt. Wir schauen uns natürlich überall um, Leute. Wir wollen ja nichts übersehen. Wieder hochkonzentriert in dem Game. Und ich vergesse immer das Lesen. Oder das Lesen als Reden, besser gesagt. Sichelmondgras. Okay, ist das schon wieder ein anderes Gras, oder wie? Sichelmondgras. Ah, da. Menge TP wieder her. Okay, TP werden halt meine Lebenspunkte sein. Nachricht lesen. Gegenstand benutzen. Aha, okay. Gegenstand wechseln. Okay, ich wollte es halt nicht probieren. Viereckiges Gegenstand. Benutzen. Überreste nur so. Sichelmondgras. Okay. Haben wir schon wieder ein bisschen Lebenspunkte verloren. Hier können wir noch hoch. Das ist krass, wenn man sich bewegt. Ich schaue mit der Kamera nach links, dann schaut auch sein Kopf nach links. Sieht er das? Das ist heftig, was wir da alles eingebaut haben. Muss aufpassen, dass auf einmal einer hinter mir steht. Ja, da ist der Zauberer schon nicht schlecht.
Schau mal, gibt's hier noch irgendwas? Ich gebe euch immer einen Tipp, Leute. Immer überall, jede Ecke absuchen. Oh. Alter, wo kommt der denn her? Ja, wieder habt ihr gesehen. Ich glaube, wir klären erstmal hier draußen. Da ist irgendein Schwert. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Genau. Jetzt haben wir noch nicht hin. Ich werde erstmal hier schauen, ob er hier noch irgendwie weiterkommt. Aber hier scheint versperrt zu sein. Okay. Gut. Kalkstein berühren. Keine Ahnung, was das ist. Ich mach's einfach. Außenposten der Verlorenen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, jo, wenn ihr wieder dabei seid, und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Mal schauen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.